Jetzt, hi! Einen guten Tag und schöne Pfingsten, ihr lieben Pfingstmenschen oder so, falls man sowas sagt. Ja, wir haben tolles Wetter draußen. Wir haben schon heute schon viel Gartenarbeit gemacht. Aber ich wollte ja noch streamen. Und jetzt habe ich die Gelegenheit, da Frau und Tochter gerade bei der Verwandtschaft sind, kurz zum Kaffee, werde ich mal wieder etwas weiter Jagged Alliance 2 spielen. So ist der Plan. Genau, da. Hallo Thyrawal. Ton ist gut, Wetter auch. Sehr schön, sehr schön. Und vielen Dank für den 17. Monat, Thyrawal. Das werden immer mehr Monate. Ja, schön, dass du da bist. Ja, Wetter ist tatsächlich bei uns hier in Potsdam auch sehr gut. Sehr sonnig. Und ich werde heute Abend auf jeden Fall nochmal eine Runde laufen gehen, dann nach dem Spiel. Und die Dämmerung noch nutzen, um nochmal so ein paar Kilometer zu machen. Genau. Ja. Vielleicht setzen wir uns auch noch ein bisschen auf den Balkon. Mal schauen. Okay. Ja, wo waren wir denn? Wo waren wir denn stehen geblieben? Also, wie gesagt, Grum. Das weiß ich noch. Wir hatten den ersten, na, eigentlich schon den zweiten Sektor eingenommen. Der erste Sektor ist ja der mit der Mine. Und der zweite ist der mit der Fabrik, aber da habe ich noch nichts gemacht. Außer so ein bisschen die Dinge geordnet, die ich hier bekommen habe. Also die Waffen zugeteilt, die jetzt sinnvoll waren. Oder Waffen aussortiert, die nicht mehr sinnvoll waren. Genau, das hatte ich da schon gemacht. Aber da kommt vielleicht auch noch ein bisschen was dazu. Denn in dem Sektor habe ich ja, wie gesagt, noch nichts gemacht, noch nichts geöffnet und so weiter und so fort. Genau. Und das wollte ich im Stream tun, so dass da jeder up to date ist sozusagen, ob ich da noch was Interessantes finde. Und manchmal trifft man ja noch mal irgendwie einen neuen Charakter, mit dem man dann sprechen kann. Wobei ich mir bei dem Fabriksektor jetzt hier nicht sicher bin, ob das hier passieren wird. Und was aber immer auch noch passieren kann, wäre zum Beispiel, naja, nochmal ein Angriff von Norden oder von Westen, während ich einsammle. Manchmal kommen ja dann nochmal Verstärkungstruppen. Wobei ich ziemlich sicher bin, dass hier eine Verstärkung von Norden kam und wir deshalb nochmal auf dieser Seite so ein paar Elite-Söldner zu erledigen hatten. Die sind garantiert hier von Norden eingewandert, reingewandert. Ja, Thyrawal, du bist gar nicht draußen in der Sonne oder liegst du auf dem Liegestuhl im Garten zum Streaming gucken? Geht's dir gut? Also ich würde jetzt hier erstmal mit den Söldnern überall hinrennen. Ich denke mal, ich brauche vielleicht Trevor wegen der, genau, da ist Trevor, wegen der Türen. Insbesondere hier beim AK. Ah, auch schön, genau. Das hört sich doch gut an. Ja, bei dem AK, das ist ja dieses Polizei, Gebäude oder wie man das nennen soll, militärisches Gebäude, wo dann immer die Zellen sind. Weiß ich gar nicht, wofür das AK steht. Und aber auch immer verschlossene Schränke oder verschlossene Türen.
Und da finden wir dann nochmal Sachen, wie zum Beispiel eine schöne Spektraweste. Also, da ist was. Genau, Trevor, genau. Das ist was. Und da die beschädigt ist. Moment. Und die Rüstung nicht sinkt, würde ich sagen, die ist sogar besser als die andere, die er jetzt gerade hat. Die Twaronenweste. Die werden wir dann mal tauschen. Die Regenerationsbooster, die sind auch super. Die nehmen wir auch. Genau, das sind ja, so eine Art Spritzen. 10 Milliliter eines schnell wirkenden Heilmittels. Auf dem Etikett steht nicht mehr als 4 Dosen am Tag verwenden. Ja, genau, die kann man auch mal eben nutzen, um ganz schnell Leben zu regenerieren. Also auch sehr, sehr wertvolle Dinger. Diese Regenerationsbooster. Es gibt auch noch Energiebooster. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht gefunden. Die Energiebooster. So, aber die Twaronweste, die kann bestimmt jemand anderem noch Besserung bringen. Zum Beispiel Dimitri mit seiner kaputten Twaronweste. Oder Grizzly hier im Tausch gegen die Akku-Kampfweste. Genau, die müsste auch repariert werden. Ich glaube, die ist am Ende besser als so eine Kevlar-Weste, aber die muss halt repariert werden. Lass ich vielleicht erstmal so in der Hand oder im Inventar. Die jetzt zu tragen, ist, glaube ich, keine so gute Idee, wenn die so beschädigt ist. Alles andere ist ja noch halbwegs okayisch. Okay. Trevor, schaust du weiter? Nachtsichtgerät. Haben wir schon. Genau, haben wir schon. Da müssen wir mal schauen, wer hat denn noch keines? Da muss ich auch in den Überblick gehen, weil ich sonst mit den Söldnern von einem zum anderen hinlaufen muss, um das Nachtsichtgerät zu übergeben. Und in dem Modus hier muss ich das nicht tun. Grizzly hat noch keins. Dann kriegt er jetzt eins. Klar, auch sinnvoll. Also diese Akku-Gebäude, die sind tatsächlich immer sehr lohnend. Was ist das? Das ist Munition. Lass mal gucken. Ich glaube, das ist jetzt aber nicht so wichtig. Und noch mehr Munition. Die könnte allerdings ganz gut sein. Und ein leerer Schrank. Okay. Dann zum nächsten Häuschen. Oh, da sind noch welche drin. Da ist sogar ein Named Character drin. Hi, in der Bar. Aber da wird Chris mit dem reden, denn Chris ist derjenige mit der meisten Führungsqualität und Trevor geht wieder zurück. Und ich weiß noch nicht, wer das ist. Ich kann mich nicht erinnern, ob das einer der Gebrüder Santos ist. Der sieht nämlich nicht so aus. Die Gebrüder Santos hatten ja immer so rote Kleidung an. Und interessanterweise hat er ein Maschinengewehr. Ist ja nicht so üblich für einen Barkeeper, würde ich sagen. Ach, da unten ist ja noch einer. Gut, machen wir gleich als letztes. Ich glaube, ich habe jetzt eine Erinnerung, wer das sein könnte.
Okay, also ich untersuche jetzt diese Kisten auch immer auf Fallen, weil ich unsicher bin. Ach so? Wo wohnst du, Tyrawal? Hier sind, das sind 40 mm Granaten. Mini-Granaten. Offensichtlich ist es eine Munitionsfabrik. Oh, Kumpel, das da ist ein richtiger feiner Faller. Genau, und ich untersuche immer alles auf Fallen, habe ich gesagt, weil könnte durchaus sein, dass hier Oh, welche dran Kumpel, sind. das da ist ein richtiger feiner Faller. Und die hat Trevor sofort gesehen, ohne dass er danach suchen musste an der Stelle. Also, Schloss hat eine Sprengstofffalle, ich weiß gar nicht. Hat keine Falle. Okay, das hat er damit schon entfernt. Okay, da ist ein Lore. Das ist ein. Also ein. Wie nennt man das? So eine Bazooka. Genau. Hat keine Falle. Da ist auch einer und ein M79. Und das ist so ein Granatwerfer. Genau, da kann man dann eine von diesen Granaten hier reinmachen. Das sind V, müsste Vakuum sein, und HI, High Explosive, denke ich. Genau, dann kann man damit Granaten verschießen. Das ist auf jeden Fall auch ganz cool, weil die haben auch eine erhebliche Reichweite. Mal eben gucken. Glaube ich zumindest. Hatten sie, glaube ich. Ja, also bis hier könnte ich jetzt schießen. Von dort oben. Und das ist schon, da kann man auf jeden Fall gut unterstützen. Und wenn jetzt hier zum Beispiel jemand im Kampf ist, dann nochmal von hinten mit einer Granate nachhelfen oder so. Genau, das lege ich aber auch erstmal ab. Ich muss erstmal gucken, wer das dann Was kann bekommen das kann. sein? Eine Alu-Stange und nochmal eine High-Explosive-Granate. Ja. Ich rede vielleicht auch mal mit den Leuten, mal gucken, was die so sagen. Nehmen Sie sich in Acht vor Elgin, dem Barkeeper. Oh, der neigt zu Gewalttätigkeit und ist bekannt für seine Zornesausbrüche. Tyrawal, ist das bei euch, bei den Barkeepern auch so? Waffen machen mich nervös. Okay, das sind so die Standardzeilen. Genau. Seitdem Enrico Schiedebaldori ermordet wurde, aber er ist ja nicht ermordet. Sie ist der Satan persönlich. Okay, also die Leute sind definitiv hier auch nicht auf Seiten von Daedrenna, obwohl sie für sie Munition produzieren. Ja, okay. Okay, jetzt habe ich noch eine gute Weste gefunden. Eine Guardian-Weste. Die ist aber ein bisschen schlechter als die. Als die Spectra anscheinend. Gut, schauen wir gleich nochmal, ob wir die noch verteilen. Also tatsächlich gibt es hier noch einiges an coolen Gegenständen. Nicht nur in dem Akku-Gebäude, diesem Polizeigebäude, sondern auch hier in der Fabrik. Da ist noch eine Holzkiste, die wird wahrscheinlich RDX. RDX ist auch gut. Das ist so ein Oh, Kumpel, das da ist ein richtiger feiner Faller.
Ja, genau, das ist dieses, das sind so Kristalle. Genau, damit kann man Sprengstoff noch verbessern. Hexogen, auch Zyklonit T4 und RDX ist ein hochbrisanter, giftiger Sprengstoff, der während des Zweiten Weltkrieges in größeren Mengen hergestellt wurde. Der einzige Nachteil ist die Instabilität der Zyklonitkristalle. Sie explodieren bei der kleinsten Erschütterung. Genau, es ist gar nicht so sinnvoll, das jetzt hier im Inventar zu haben, glaube ich, weil ich glaube, wenn Trevor getroffen wird, kann das tatsächlich auch passieren, dass diese, dass das ja, hochgeht und er dann ziemlich starken Schaden nimmt. Aber ich glaube, man kann das kombinieren mit gewöhnlichem Sprengstoff, mit TNT. Da werden wir gleich mal gucken, ob wir das machen können. So, ist hier noch eine Kiste geschlossen? Ne, die sehen alle geöffnet aus. Ich gehe trotzdem mal hier durch. Hier vielleicht noch irgendwo was rumliegt. Zwischen den Kisten. Jetzt habe ich eine Kiste wieder geschlossen. Okay, da liegt nichts mehr rum. Gut. Dann begeben wir uns in die Bar und trinken ein leckeres Getränk. Bei dem entspannten Herrn Elgin. So, habe ich jetzt schon alle? Fehlt noch jemand? Sieht nicht so aus. So, hier stellt euch mal an die Bar. Genau, wir wollen ja ganz gemütlich was trinken hier bei Elgin. Wird das hier ein Ende haben? Ja, vielleicht, wenn ich irgendwann mal so weit spiele. Könnte sich nur noch um Jahre handeln, denke ich. Es ist schon ein sehr zeitintensives, ja, sehr, na, wie soll man sagen, ein sehr umfangreiches Spiel. Das ist gut, Thorwald, das ist gut, genau. Und die Zeit, die nehme ich mir auch, von daher. Genau, okay. So, dann reden wir mal mit ihm. Ich grüße Sie. Kann mich nicht erinnern, dass wir uns schon mal gesehen hätten. Willkommen in meiner Bar. Schön, dass Sie reingeschaut haben. Der heißt doch gar nicht Elgin und sieht sehr freundlich aus und freut sich, dass wir hier sind. Ein paar Stammgäste habe ich. Hauptsächlich Kerle, die der Sonne aus dem Weg gehen. Verdammt heiß hier, finde ich. Ich lass sie mal allein, Kumpel. Ja, ist doch nett, der Herr. Und wer ist das hier unten? Hola, ich bin Manny Santos. Sie vielleicht haben getreff, Bruder von mir. Wir haben getrefft, Bruder, von dir. Genau, das ist Manny. Ich weiß nicht, Tyra, weil ob du dich noch erinnerst. Aber in den anderen Bars wurde Manny dann schon, Manny schon erwähnt. Also der einzige Bruder der Gebrüder Santos, der noch kein Barkeeper ist. Ich das mache, bis ich gelernt Handwerk. Kneipe wird harte Arbeit. Getränke, Gläser, Geld, viel zu tun. Aber einen Tag, ich, Manny Santos, bin berühmte Kneipe wird wie meine Brüder. Genau, das hoffen wir doch. Jetzt ruft mich die Alex an, da muss ich mal eben rangehen.
ging um die Essensplanung für heute Abend. gut, was sagst du noch, Manni? Ich möge diese Kneipe. Kneipe wird Charlie, er ist gut zu mir. Er mir beibringen, wie mache Job. Gestern er mir gelernt, wie mache Eis. Aber manchmal, ich staune. Charlie, er mache komische Drinks. Bestimmt nicht gut. Okay. Ich könne mixe viele Drinks. Bier ich könne besonders gut. Leckeres, gemixtes Bier. Ich her, wenn sie mich brauche. Okay, dann kann ich ihn ja vielleicht rekrutieren. No, gracias. Ich bin einer von Santos Brüder. Ich nur wolle sein Kneipe Wirt. Kannst dich nicht erinnern? Es gibt, wenn man mit den Santos Brüdern redet, dann sagen die irgendwann, armer Manni, irgendwie. Er ist der einzige Bruder, der keine Bar leitet oder so. Irgendwie sowas. Genau. Und die Brüder Santos, die haben ja eigentlich alle so ähnlich wie ich, so hochgestylte Haare, außer Manni, der hat so einen Hund da, der sieht ein bisschen genau. Das kommt bestimmt noch mit der Bar, mit der eigenen. Vielleicht. Vielleicht. Denn Charlie mischt komische Drinks. Nein, danke. Ich wüsste nicht, was ich mit einer Waffe anfangen sollte. Dein Ernst? Der hält eine Waffe. Der hält eine Waffe. Ja, Drinks. Ich habe da so ein paar ausgesuchte Flaschen. Was wäre so nach Ihrem Geschmack? Drinks hat er auch. Ja. Rufen Sie mich. Danke. Ja, das Übliche eigentlich. Ja, der ist eigentlich ganz nett, der Typ, ne? Aber ich erinnere mich, Charlie ist nicht Charlie aus der Schokoladenfabrik und dieser Hinweis, der Dezente, von dem einen Menschen, der meinte, der hat so gewisse Aggressionsprobleme und von Manni, dass der komische Sachen mischt, soll mich, glaube ich, darauf aufmerksam machen, mal in meine Dateien zu gucken. Ich würde fast sagen, es ist er. Und hier steht nämlich auch, der heißt Elgin und nicht Charlie. Sammy Elgin, the druggist. Okay. Vielleicht nochmal, um das hier in Erinnerung zu rufen. Es gab da mal so einen Typen in einer anderen Bar, der hieß Delvin. Und Delvin wiederum hat mir eine Diskette gegeben, die trägt hier Chris mit sich rum. Eine Computerdiskette. Also für die vielen, die wahrscheinlich nicht mehr wissen, was das ist. Das hat man in seinen Computer geschoben und da waren Dateien oder Spiele oder Programme drauf. Also ja, Dateien halt. Genau. Und da hat ganz, ganz wenig Speicherplatz gehabt und ja, genau. Aber ja, diese Diskette habe ich hier auch in meinen Laptop geschoben und da waren dann diese Dateien dabei, die international gesuchte Verbrecher auflisten, die Delvin in Arulco sucht, denn Arulco wäre ein guter Ort, an dem sich Verbrecher, ja, quasi an dem Verbrecher untertauchen könnten. Und wir schauen doch mal, wer unser Charlie hier eigentlich ist. Intercept-Steckbrief. Intercept ist eine international operierende Privatagentur, die einzig zu dem Zweck geschaffen wurde, jene zur Strecke zu bringen, die sich ihrer gerechten Strafe entziehen wollen. Keine Akte wird geschlossen, ehe die Straftäter nicht tot oder lebendig gefasst worden sind. Das steht wahrscheinlich über jedem Steckbrief, genau. Belohnung gibt es 20.000. Gibt es hier überall 20.000? Sieht so aus.
20.000. 98, am 15. Februar wurde es ausgestellt. Sammy Elgin, da wurde sein Name, sein wahrer Name schon von dem Fabrikarbeiter geleakt. Der heißt, oder sein Deckname ist The Druggist und er ist ein Brite. Er entstammt einer Arbeiterfamilie, arbeitete abends und an den Wochenenden zusammen mit seinem Vater als Kammerjäger, entwickelte dadurch sein Interesse für tödliche Chemikalien. 1988 Abschluss in Pharmakologie in Oxford. Nicht schlecht. In Oxford. Möglicherweise auch einfach in einem Kammerjägerladen und nicht an der Oxford University. Genau. Vorstrafen. Einjährige Gefängnisstrafe. Servierte den Musketieren im Euro Disney mit Salmonellen verseuchtes Hühnchen. Ja, das ist schon gemein, ne? Und wir fahren bald tatsächlich auch ins Euro Disneyland und hoffentlich passiert da nicht wieder sowas, die armen Musketiere. Genau, aber ich werd ihn hoffentlich vorher überliefern. Haftbefehle, gesucht wegen Mordes an 4 Mitgliedern des Oberhauses, die an den Folgen einer Magen-Darm-Grippe starben. Dehydrierung. Die 4 hatten eine Woche vor ihrem Ableben am Mittagstee mit der Königin Mutter teilgenommen. Elgin hatte sich als Lord Chamberlain in den königlichen Haushalt eingeschlichen und den Tee mit Strychnin versetzt. Ach so, Strychnin verursacht auch Magen-Darm-Grippe? Oder zumindest die Symptome? Keine Ahnung. Biografie. Betrachtet das Versetzen von Nahrungsmittel, Alkohol und illegalen Substanzen mit tödlichen Chemikalien als Kunstform, hat es hauptsächlich auf Politiker und Größen der Showbranche abgesehen. Verbringt Stunden mit der Herstellung neuer tödlicher Cocktails. Manchmal wirkt das Gift erst nach Wochen. Letzter bekannter Aufenthaltsort: Chemiefabrik in Bagdad. Das ist auch schon nochmal eine schöne Anspielung an die chemischen Waffen, die man im Irak vermutete, aber dann doch nicht fand oder so, ne? Also irgendwie so war das doch. Das war doch der Einmarschgrund und dann am Ende war da gar nichts. Genau. Das war ein Einmarschgrund. Der 11. September, glaube ich, auch. Moment. Das ist ja viel früher. Nee, das kann nur früher sein. Dann, nicht finden konnte? Ja, irgendwas es gab doch einen Grund, der vorgeschoben wurde, in den Irak zu gehen, der sich dann aber nicht als korrekt herausgestellt hatte. Vielleicht waren das auch Massenvernichtungswaffen oder sowas. Also Chemiefabrik, ja gut, das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so abwegig, dass es da chemische Waffen gab. Genau, ich denke, Massenvernichtungswaffen waren das. Und die waren dann nicht da. Aber es war ja erst nach dem 11. September und das war ja dann auch in Kombination mit 9/11, glaube ich, ne? Wo das stattfand. Angeblich Massenvernichtungswaffen und Uranpulver, Yellow Cake. Genau, Yellow Cake. Da klingelt was. Genau, ja, aber dann waren doch die Verursacher in Afghanistan zu finden von 9/11. Und der Einmarsch in den Irak hat dann doch noch einige unschöne Konsequenzen nach sich gezogen, ne? Wenn man jetzt die Linie zu IS zieht und so. Da waren ja dann auch irgendwie viele ehemalige Kommandeure dann aus den Reihen Saddam Husseins untergekommen beim IS und so. Da gab es ja auch einige interessante Berichte zu, wenn ich mich recht erinnere. Aber du weißt es vielleicht genauer als ich.
Ja, also der gute Charlie ist gar nicht so gut. Da gibt es leider viele Verbindungen, denke ich. Ja. Genau, sie also die Stabilität irgendwie verloren ging in der Region, und der IS war ja auch im Irak aktiv, zeitlang. So, Charlie. Ich lass sie mal allein, Kumpel. Vielleicht fragen wir mal direkter, aber ich muss mal speichern, weil. Ich lass sie mal allein, Kumpel. Ne? Und wenn ich ihm drohe, dann wird er wahrscheinlich gleich auf die Barrikaden gehen. Vielleicht täusche ich mich und Sie müssen mich entschuldigen, aber ich glaube, Sie könnten einen Drink gebrauchen. Sie sind wohl ein wenig angespannt. Das ist aber nett von ihm. Er bietet mir einen Drink an. Wahrscheinlich einen seiner speziellen Drinks. Ich lass sie mal allein. Okay. Ja, aber er ist doch recht entspannt, muss man sagen. Ja, der Drink führt bestimmt auch zur totalen Entspannung, ja. Genau, so. Und zur endgültigen Entspannung. Ja. Gut. Und wenn ich mich richtig erinnere, wollte Delvin als Beweis dafür, dass ich die Leute tatsächlich zur Strecke gebracht habe, ihre Köpfe. Jetzt werde ich das machen müssen. Also, ich möchte natürlich diese Belohnung haben. Und ich möchte auch. Also, was könnte die Konsequenz sein, wenn ich Charlie jetzt zur Strecke bringe? Könnte sein, dass der gute Morty zu seiner Bar kommt. Morty? Money, Money. Genau, ne, eben die hier. Ja, obwohl er ganz nett wirkt, Charlie, und mich nicht mal attackiert, wenn ich ihn drohe. Ja, ich mache das jetzt mal und werde dem guten Charlie ein Dauerfeuer-Kopfschuss verpassen. Und nochmal Feuer speichern, weil wer weiß, ob dann noch was übrig ist als Beweis. Könnte einen Blick wert sein. Ups. Was ist das? Ja, also ist direkt verrutscht. Charlie ist tot und mein Logbuch ist aktualisiert. Was steht da jetzt da drin? Charlie getötet. Armer Charlie. Oh, Manni kommt schon nach Das vorne. bedeutet, ich jetzt Kneipe wird. Das ist wie wenn Traum wäre wahr. Ja, viel Spaß beim Saubermachen, Manni. Ganz schön makaber. Ja, eine Hose gibt's, ein bisschen Geld und eine AKM. Muss ich mir noch angucken. Das Geld können wir gleich mal in die Bank einzahlen. Und jetzt muss ich auch noch die unangenehme Aufgabe übernehmen und eigentlich mal gucken, ob das mit einem Rambo-Messer auch geht. Den Kopf von Charlie als Beweis. Ja, das geht. Abtrennen. So. Da. Elgin wird so schnell keine Rezepte mehr ausstellen. Sein Kopf liegt nämlich gerade auf ihrem Hackblock. Ja, traumhaft. So. So. Wir haben einen internationalen Verbrecher gefangen. Gefangen? Nee. Exekutiert.
und seinen Kopf als Beweis entfernt, um Delvin zu zeigen, dass er wirklich Elgin ist. Genau, ich weiß jetzt nicht mehr, wo Delvin war, aber das müsste eigentlich in meinem Logbuch stehen. Ach, war das überhaupt Delvin? Kann auch sein, dass es gar nicht Delvin war, sondern der anders heißt. Delvin ist nämlich der Sprengstoffverkäufer, genau. Delvin ist der Sprengstoffverkäufer. Es ist... Tony habe ich getroffen. Der ist klar, der ist der Verkäufer von Waffen in San Mona. Wo ist er denn? Mit Vorarbeiter von Ingram geredet. Das ist doch. Habe ich ihn übersehen? Angriff erfolgreich. Das ist ja. Davor hätte ich ihn noch gar nicht treffen können. Oder? Lichterwald, oh Mörder. Doreen scheint grausam mit Kindern umzugehen. Delvin getroffen. Biff und Florence angeheuert. Dimitri rekrutiert. Trevor Skyrider, der Helikopterpilot. Angel, Tony verkauft Waffen. Angel, für Angel haben wir Maria schon gerettet. Bedrohung für Terroristen. Belohnung für Terroristen angeboten. In San Mona. Das ist das. Genau, das ist das. Da steht gar nicht, wie der heißt, sondern das ist Belohnung für Terroristen angeboten. Okay. Gut, genau. Die roten sind ja die offenen Quests. Daher hätte ich gar nicht so genau gucken müssen, weil die anderen sind ja abgeschlossen. Also Belohnung für Terroristen angeboten. In San Mona müsste dann der Typ sein, der nicht Delvin heißt, sondern anders. Ich weiß aber, wie der aussieht, aber leider weiß ich seinen Namen gerade nicht mehr. Genau, ansonsten hat mir Kingpin noch eine stattliche Summe von $20.000 für den goldenen Kelch des Glücks angeboten und Janni in Shizena vom Museum möchte aber auch gerne den goldenen Kelch des Glücks zurück. Kingpin ist der Boss von San Mona und Janni ist der Museumsleiter in Shizena. Das sind die anderen offenen Quests. Genau, und für denjenigen, der die Terroristen jagt, hätten wir jetzt schon einen Kopf, um ihn gegen 20.000 zurückzugeben. Okay, gut, dann schaue ich nochmal, was ich jetzt hier gefunden habe an Dingen. Nochmal 500. Die kann ich hier nicht einlagern. Ich weiß gar nicht, wo die liegen. Grizzly. Ab aufs Konto damit. Geld können wir immer brauchen. Wir möchten ja auch Trevors Vertrag verlängern. Und Trevor braucht noch... Trevor brauche ich noch... Boah, noch 25.000. So ungefähr. Genau, dann haben wir noch eine Kevlar-Weste, noch einen Kevlar-Helm gefunden. Die Guardian-Weste, da könnte ich mal gucken, ob ich die vielleicht an jemanden vergeben kann. Das ist vielleicht besser als... Also auf den ersten Blick ist es auf jeden Fall besser, aber ist die besser als die reparierte Akku-Weste? Wahrscheinlich nicht. Aber bestimmt besser als die Kevlar-Pilotenjacke. Gut, die Kevlar-Pilotenjacke kommt raus. Dann haben wir noch eine Kevlar-Hose. Ich glaube... Amus hat noch keine Hose.
Jetzt hat Hamus auch mal eine Hose angezogen. Sehr gut. So, dann haben wir hier zwei Laws gefunden. Zwei Raketenwerfer. Dann den Granatwerfer. Dann die AKM. Hat eine Reichweite von 33. Munition gibt es auch dazu, aber nicht so viel. Nicht so viel. Haben wir schon jemanden mit einer AKM? Was hat denn... Der hat eine Kalaschnikow. Hat die gleiche. Wie lange hält sich so ein Kopf? Hallo Samson. Schön, dass du auch da bist. Ja, gute Frage. Der hält sich hier in der Welt von Jagged Alliance 2 immer. Also den kann man jetzt sehr lange mit sich rumtragen, ohne dass der schlecht wird. Genau. Wenn man das so ausdrücken möchte. Ja, aber ich möchte ihn ja gerne auch abgeben, so schnell wie möglich, um auch die 20.000 zu bekommen, weil dann kann ich damit vielleicht auch schon direkt Trevors Vertrag verlängern, aber das werde ich nicht mit den hier, den Söldnern hier machen, sondern eher mit den anderen, die dann von oben nachkommen. Genau. Alustangen habe ich gefunden, noch mehr Bier und Wein. Wodka. Sehr schön. Jede Menge Getränke. Kaugummi für die die Basteleien. Also das kann ich auf jeden Fall ihm geben. Jetzt werde ich nochmal vergleichen. Was ist denn jetzt eigentlich besser? Die AKM? Ach nee, das ist... Oder die AK... Doch, die AKM oder die AK-47? Genau. 63 Genauigkeit haben wir hier auch. Da müsste ich eigentlich erstmal die Modifikation entfernen, um das korrekt beurteilen zu können, was jetzt da besser ist. Ach, den Bolzen und die Feder kann ich nicht entfernen. Die sind ja hart verdrahtet, das heißt, die AP kann ich dann da nicht mehr drücken. Aber die ist trotzdem besser. Und den AP, die AKM. Hat ein bisschen größere Genauigkeit. Und sogar ein geringeres Gewicht. Okay. Ich wundere mich aber, dass ich... Hallo? Wo ist der Mündungsfeuerdämpfer hin? Verschwunden? Gegenstand gelöscht? Was? Was passiert hier gerade? Warum tut es das? Put. Jetzt muss ich nochmal laden. Hoffentlich klappt das nochmal so gut. Verfluchter Hurensohn! Ja, anscheinend nicht. Genau. Das ist nämlich das Übliche, was da passiert. Der setzt sich auch zur Wehr. Ja. Ich hätte mich nur mal in seine Richtung drehen müssen. Was ist das? Gut, jetzt muss ich natürlich das nochmal aufteilen. Das bedeutet, ich jetzt Kneipe wird. Das ist wie wenn Traum wäre wahr. Ja, Manni, du bist auch skurriler Typ. Eben hast du noch gesagt, dein Boss, der Charlie, der ist total nett und hilft dir. Ich her, wenn sie mich brauche. Oh. So, jetzt ist er schon voll dabei. Jetzt ist er voll dabei und bietet mir jetzt schon seine Expertise als vollwertiger Kneipenwirt Superboss an. Yes. Okay. Oberboss, natürlich. Okay, ich fasse nochmal zusammen, was hier rumliegt. Das ist eigentlich egal, wer das ins Inventar bekommt.
Kevlar-Westen, dann war die Hose für ihn und die Guardian-Weste für Ira. War das richtig? Ja. Genau, die ist ja auch noch leicht beschädigt, die Guardian-Weste. Vielleicht. Genau, vielleicht wird die sogar noch besser. So. Alu-Stangen zusammenfassen. Und dann, glaube ich, alles soweit sortiert. Irgendjemand muss den Kopf nehmen. Der hält sich noch. Vielleicht. Vielleicht. Genau, und dann hatte ich mit der AKM geguckt. Und die AKM machte erstmal einen besseren Eindruck. Als die AK-47 von Grizzly. Hat Trevor nicht... Huch. Nee, der hat ja nur einen Mündungsfeuerdämpfer dran. Habe ich die echt an die AK-47 dran gemacht? Wollte ich das so? Naja. Okay, dann ist es so. Aber die AK-47 ist ja nicht so verkehrt. Was hat Ira? Ira hat eine AKM. Ira hat auch nur noch Munitionsreste dafür. Gut. Dann würde ich sagen, schlachten wir die mal aus. Und füllen die Bestände wieder auf. Die Munitionsbestände bei Ira und Grizzly. So. Und dann bekommt die niemand hier aus der Runde, denn... Sie wird hier jetzt auch nicht so dringend gebraucht, denn alle haben eine ganz gute Waffe. Wobei diese Colt, die könnte man natürlich durch eine AKM ersetzen, aber die ist halt... gut mit Munition versorgt und die AKM nicht. So, wer hat denn noch, wer kann denn noch was tragen? Gewicht sieht auch bei allen nicht so gut aus. Bei Chris wäre noch. Gäbe es noch die Möglichkeit, wenn er sein Tarnset woanders hinsteckt. Vielleicht mal hier die Munition raus. Also, das überlastet ihn noch nicht. Und Grizzly. Du brauchst nicht den Helm mitnehmen. Ach, Grizzly hat Energiebooster. Haben wir doch schon Energiebooster gefunden. Ja, und das müsste ja auch jemand nehmen. Gehe ich erstmal rein. Grizzly. Packst du auf die Bank. Ich speichere mal. Das Speichern reicht. Hauptsache, ich speichere mal. Okay, jetzt hat Grizzly die Law und den Granatwerfer. Die Granaten sollte ich schon auch noch mitnehmen. Ich könnte die stapeln. Dann kriege ich die vielleicht in eine Tasche. Genau. Noch jemand Senfgas mitnehmen? Die Senfgasgranate. Ja, Moose, nimmst du die? Ja, okay. Dann habe ich, glaube ich, alles wertvoller aufgeteilt. Knicklicht,
noch jemand. Kann er leider nicht mehr stapeln. Das Knicklicht. Okay. Ja, die Granaten sind natürlich auch wichtig. Die müsste ich eigentlich auch mitnehmen, aber kann ich alles mitnehmen. Und das RDX. So, okay. Das hat einen Zeitsender. Trevor ist unser Sprengstoffexperte. Und Trevor kann das kombinieren, soweit ich mich erinnere. Das ist ja leider schon ziemlich kaputt. Schauen wir mal, ob das geht. Der kann, glaube ich, hier diese Kristalle mit reinmachen. Genau. Das ist sogar gebessert. Und das ist jetzt HMX. Das ist eine Mischung aus TNT und RDX im Gewichtsverhältnis 50-50. Es ist nicht so wirkungsvoll, aber wie reines RDX, aber viel stabiler. Genau, darum ging es mir jetzt, dass ich das nicht mit mir rumschleppe. Dann vielleicht irgendwie explodiert. Genau, und es macht 60 Schaden und normales TNT macht 50 Schaden. Ein bisschen besser. Okay. Gut. Das Magazin ist auch recht wertvoll. NATO-Magazin. Aber das, da haben wir noch keine Waffen für. Wenn ich das richtig sehe, vielleicht das Scharfschützengewehr von Chris? Ja, genau. Das Gewehr hat die gleiche Munition. Das könnte ich natürlich jetzt hier noch aufteilen, aber da sind 20 Kugeln drin. Passt auch nicht alles rein. Aber schon mal Maximum. Wo ist mein schlauer Zettel? Shift N. Shift. Nee. STRG Shift F. Und das andere ist leider verwaschen. Shift H. Nee. Taktik Screen. Hilfe. Da ist mir ein Tropfen draufgelaufen. Ich kann es nicht mehr sehen. Shift R. Shift R. Reload. Genau. Okay. Gut, wir haben Glück gehabt. Der Sektor. Ist jetzt nicht von weiteren Gegnern angegriffen worden. Aber wir sind bereit für den nächsten Sektor. Und ich glaube, wenn man doch nach Norden kann man auch laufen. Aber ich bin immer hier so im Kreis gelaufen. Dorthin, glaube ich, als nächstes. Und das würde ich dann tun. Und als nächstes diesen Sektor in Angriff nehmen. Komm zurück. So. Oder? Auf Eis ein paar Tage, ja. Aber ich habe kein Eis. Genau. Ich könnte mit Skyrider hier rüberfliegen und die Ware holen. Das ginge auf jeden Fall schneller, als wenn ich die hier nur zu Fuß schicke, aber ja, die sind ja eh schon unterwegs und sollen ja auf dem Weg noch ein bisschen was mitnehmen. Genau. Ich glaube, es würde reichen, wenn man sich direkt auf den Weg nach Meduna macht, um Dead Runner zu erledigen. Aber ich weiß nicht, ob man das dann schafft.
Und es ist ja irgendwie, also weil man halt nicht noch nicht die Ausrüstung hat. Und es wäre ja auch irgendwie schade, wenn man die anderen Orte nicht besuchen würde, finde ich. Genau. Deswegen jetzt ab nach Grum in diesen Sektor. Wir können noch nicht sehen, wie der aussieht. Aber der sieht irgendwie auch fabrikähnlich aus. Okay, schauen wir mal. Hier schleichen noch welche rum, Kumpel. Wäre ratsam, sie genau im Auge zu behalten. Und mal gucken, ob der jetzt einfacher wird. Direkt zum Ziel ohne Nebenquests. Ach nee, nee, das ist schon der. Das ist der Sektor, den ich erwartet habe. Ich glaube, da bin ich eigentlich immer als nächstes hingegangen. Genau, ein bisschen so im Wald absetzen. Vorsicht, Scharfschützen. Okay. Das freut mich ja jetzt schon. Aber woher kommt diese Information? Gut, dass wir selbst Scharfschützen haben. Okay, so, dann Shift B. Dann ist hoffentlich das Gewicht nicht mehr allzu hoch bei allen. Fox leider schon noch. Fox vielleicht mal die Tasche ablegen. So ein bisschen Munition. Dann ist er nur bei 100%. Okay. So, ich würde sagen, ich gehe mal hier so ein bisschen in Deckung durch den Wald auf das Dach hier rauf, wäre meine Idee. Also auf dieses hier, das große. Weiß nun noch nicht, ob ich bis dahin komme, geschlichen komme. Vielleicht sollte ich hier so mich möglichst weit außen halten. Wäre, glaube ich, keine schlechte Idee. Richtig schön weit außen rumlaufen. Und dann von hier direkt runtergehen Ich vergessen. Ich schon zum wieder Dach. vergessen. Ja, Dimitri vergisst immer, wohin laufen soll. Ach, und was ich gar nicht geguckt habe, wer ist denn eigentlich unser Sprengstoff? Also, Sprengstoff ist schon klar, aber. Nee, ist nicht klar. Sprengmeister und Ingenieur. Reparieren von Geräten. Knacken von Schlösser. Okay. Sprengmeister ist Umgang mit Handgranaten. Einsatz von Handgranaten. Zünder und Sprengstoff, Legen von Bomben, Minen. Da steht aber nicht Granaten. Also Handgranaten, aber nicht die. Weiß ich gar nicht, ob er jetzt der Richtige dafür ist. Grenadier, nee, das ist er dann. Genau, Granatwerfer. Grizzly sollte das haben. Ich glaube, ich habe sogar schon Grizzly gegeben. Da ist noch jemand? Er ist Sprengmeister auch. Handgranaten. Okay, Handgranaten und Messer. Genau. Das können wir jetzt gar nicht mehr nutzen, seine tollen Kampfsportfähigkeiten, weil ich aus Versehen den Gegner im Ring getötet habe. Und jetzt kriegt man keinen Gegner mehr dort beim Ringen. Schade eigentlich. Okay.
Macht nix. So, dann ist ja Grizzly schon der Richtige, denn Grizzly habe ich ja, glaube ich, den Granatwerfer gegeben, wenn ich mich richtig erinnere. Ach nee, ich habe ihm die Lore gegeben. Aber vielleicht auch den Granatwerfer, der könnte sein, dass der in dem Rucksack war. Könnte sein. Nutzt mir dann natürlich in diesem Kampf jetzt nichts, der Granatwerfer, wenn der im Rucksack ist. Da liegt er dann gut. So. Sieht erstmal ganz gut aus hier oben. Wurde noch nicht entdeckt. Obwohl ich ja bestimmt erwartet werde. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Okay. Das ist schlecht, würde ich sagen. Wenn ich jetzt zurückgehe, kriege ich den nochmal abgewimmelt? Genau, im Rucksack, wahrscheinlich im Rucksack, wie gesagt. Kriege ich den nochmal abgewimmelt? Geht der weg? Vergesst nicht die wir nicht gekriegt haben. Also entdeckt wurde ich noch nicht. So viel ist klar, aber jetzt... Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Sehe ich den halt direkt wieder. Muss passen auf! Nicht alle Soldaten dort! Ich versuche mal ein bisschen hier lang zu laufen und dann vielleicht nochmal nach unten. Auch in der Hoffnung, dass vielleicht der Winkel dann hier schlecht ist für den anderen. Und der mich da gar nicht sehen kann. Da ist eine Zivilistin. Seid ihr bereit? Sie sind hier. Wir wollen ihn noch nicht sehen. Oh, oh, da ist noch einer. Mal gucken, ob wir hier nochmal rauskommen. Tatsächlich. Aber ich komme da nicht hin. Wie soll das jetzt gehen? Also, doch? Seid ihr bereit? Sie sind hier. Okay. Ira? Die Armee! Ich wusste, dass wir früher oder später auf sie stoßen würden. Seine kleine Genauigkeitsaufgabe hier. Erschreckt. Okay. Nochmal zurück. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Okay, aber am Fenster nicht auf der falschen Seite lang. Geh mal in Deckung. Du stehst auch ganz schön am Fenster. Hier rüber schleichen. Die Schleichbande. So, ich glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Es ist Feind. Wir angreifen müssen.
Nee, wir müssen noch nicht angreifen, Dimitri. Halt dich zurück. Sehr schön. Wessen Becher ist es jetzt? Schulkind Alex. So, Chris kann schon mal hier an der Ecke Wache halten. Grizzly. Mama wäre stolz auf mich. Für das Schleichen kriegen die jetzt alle Bewegungs Bonuspunkte. Und Grizzly hat seinen noch nicht bekommen. Jetzt hat er seinen bekommen. Genau. Und das ist ja jetzt tatsächlich auch mal eine Stelle, wo... Ich lerne schnell. Wo es wirklich drauf ankommt. Das waren sicher noch nicht alle von Day Runners Männern. So, die da unten sind, glaube ich, schon... Die Armee! Safe. Ich wusste, dass wir früher oder später auf sie stoßen würden. Weit sind sie sicher nicht weg. Ein falscher Schritt und dann ist vorbei. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Gut möglich. So, hier ist noch ein Plätzchen frei. Ansonsten nicht mehr wirklich. Die Armee! Ich wusste, dass wir früher oder später auf sie stoßen würden. So. Haben wir uns ans Haus rangeschlichen und jede Menge Beweglichkeit gewonnen. Gerade eben. Haben echt viele Söldner Punkt Beweglichkeit dazu gewonnen. Mit Hamus sollte ich aufs Dach können. Gar nicht so verkehrt, da lang zu krabbeln. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Also hier unten waren schon mal zwei und hier ist einer. Ich denke, Trevor hört hier möglicherweise auch das... Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Psst, Geräusche. Genau. Es sind auf jeden Fall Leute drin. Vielleicht auch nicht verkehrt, Leute außerhalb des Gebäudes zu haben, also nicht auf dem Dach zu haben. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Sich hier so zu positionieren. So, Fox könnte sich ja vielleicht die beiden hier vorknöpfen. Mit Chris sollte ich, denke ich, auch hoch. Grizzly möchte bestimmt bei Fox sein. Der Fuchsfreund. Dimitri. Ira. Wobei, Ira hätte ich da unten lassen können. Nee. Du musst schon noch schleichen. So, und Dimitri bleibt jetzt unten. Chris geht hoch. So, und Dimitri...
Du achtest jetzt mal auf diese Ecke. Jetzt noch ein bisschen verteilen auf dem Dach. Tür geht auf. Okay. Gespeichert. Ich habe Angst. Nimm doch mal dein Scharfschützengewehr, dann schauen wir doch mal, wo wir was sehen. Wir sehen hier schon mal irgendwie gar nichts. Warum denn eigentlich? Okay. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Da ist auch niemand. Auf dem Dach. Wer macht diese Geräusche? Dort auf dem Dach? Naja, also zumindest niemand, der... Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Da ist jemand. War erstmal egal. Wir haben noch nicht alle abserviert. Dass mir also keiner unvorsichtig wird. Erstmal gucken. Ich sehe nichts. Warum sieht er denn? Warum kann er nicht auf die anderen Dächer gucken? Wer macht diese Geräusche? Komisch. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Okay, da ist er wieder. Naja, ich würde sagen. Ich fange jetzt einfach mal an. Da mit Chris auf die andere Seite. Könnte ich auch eine Colt nehmen. Aber ich habe ja noch mehr Munition drüben im anderen Sektor. Und kann ja damit sehr genau schießen. Denkst du? Gut, damit habe ich ihre Aufmerksamkeit. ungefähr so, wie ich das nicht wollte. So, okay. Jetzt sind wir nicht mal umgedreht. Aber vielleicht packt es ja Fox. Das sieht nicht gut aus. Ja, nicht so richtig. Die sind noch weiter weg. Wir nehmen uns den hier vor. Na toll. Der begibt sich erstmal außer Sichtweite. Und der auch. Aber gut. Das ist gut. Sag ich mal so. Grizzly behält den Überblick, würde ich sagen. Hamus. Guck mal über den Tellerrand. Du siehst ihn. Aber er sieht dich auch. Was? Ich habe ihn gespürt. Er weiß ja jetzt, wo wir sind. Ja, wir versuchen es mal. Mit einem gezielten Rennschuss. So viel geht ja da nicht. So, und dann erstmal wieder runter. Und Ira bleibt hier auch mal ein bisschen in Wache. In Wach. Hab acht Stellung. Genau. Okay, gut. Du guckst nach vorne. Könnte sein, dass der jetzt hier langgerannt kommt und noch aufs Dach klettert und dann würde Ira ihn zumindest direkt
angreifen können. Ansonsten haben wir die beiden, die hinter hinterm Haus sind, falls jemand rumgerannt kommt. Da kommt schon einer. Das ist jetzt aber bestimmt ein anderer. Spielt keine Rolle. So, der hat erstmal eine schöne Schrotladung abbekommen. Das sollte ihn auf jeden Fall jetzt für die Runde außer Gefecht setzen. Trevor. Trevor sieht den von hinterm Dach aus. Den wird er auch noch sehen, wenn er in Deckung geht. Sieht er nicht. Das ist ungünstig. Da muss ich, habe ich AP verschwendet. Wieder auf dem Torso geschossen und er fällt hin und... okay, gut. Toll. Na gut. Dann wird er jetzt hoffentlich nicht angegriffen, der Trevor. Okay, er bleibt liegen. Okay, gut. Denke mal, der andere wird hier noch sein. Das wird nicht der sein, den ich da gesehen habe. Der jetzt da hoch aufs Dach gestiegen ist, das wird ein anderer sein. So, ich weiß nicht, wie viele Gegner uns hier erwarten. Möglicherweise sehr viele. Ich werde mich auf jeden Fall wieder sehr vorsichtig bewegen. Ich nehme mir jetzt den Starken vor, der hat nämlich noch keine Verletzung. Jetzt. Schlaf schön. Ist er aber verletzt. So, Chris, du guckst nochmal hier drüben. Der ist weg, der hier am Fenster stand. Den mal auf. Das scheint der zu sein, der ist näher gekommen. Dann... versuchen wir das auch mit möglichst wenig AP zu machen. Hier ist entschieden zu viel Blei in der Luft. Okay, da ist auch noch ein Gegner. Einen Pistolenschuss. So. Und wieder runter. Grizzly. Nimm mal diese Pistole, Ira. Gut gemacht. Mit Hohlspitzmunition. Der war wohl nicht gepanzert. So, und dann lasse ich Hamus nochmal aufstehen und gucken, ob hier noch einer steht oder ob der noch da ist. Ich habe große Probleme. Ah, okay. Gut, Senfgasgranate wäre eine Möglichkeit. Kannst du die da hinwerfen, Hamus? Nicht so wirklich. Es müsste rot sein. Wahrscheinlich... okay, dann nicht. Kann sein, dass die jetzt auch angerannt kommen und aufs Dach steigen. Ich würde aber sagen, eher der hier noch war. Das ist bestimmt nicht der. Das sind dummerweise alles, welche, die ein rotes Shirt und schwarze Haare haben. Ich kann die nicht unterscheiden. Und ich habe mir nicht gemerkt, wie der hier aussah. Der andere. Oder der hier unten. Aber da waren zumindest nicht so viele wie diese drei dunkelhaarigen hier. Das ist der nächste. Kannst du da mit Pistole
Den? Nee. Nicht gut. Okay, dann versuchen wir mal einen Schuss, würde ich sagen. Ja, daneben. Noch runter mit dir. Grizzly guckt auf die Ecke. Und zielt. Trevor, du darfst dich jetzt weiter um den da kümmern. Ich glaube nicht, dass der jetzt aufsteht. Mit Dimitri könnte ich um die Ecke gehen. Aber es ist mir ehrlich gesagt... Nee, ich habe einen erledigt. Könnte mit ihm um die Ecke gehen. Das ist, glaube ich, gar nicht so risikoreich. Der ist ja sehr nah. Das probieren wir aus. Also, ich probiere das aus. Wir speichern mal. Ich mache mal Rennen an. Und wir machen mal was der Writing Bull ganz oft gemacht hat bei Jagged Alliance 3. Und zwar ranrennen und mit Wurfmessern angreifen. So. Und da Dimitri da ja sehr gut drin ist, versuchen wir direkt einen Kopftreffer zu landen. Haben den sogar gelandet. Hilft aber nicht, denn er ist okay. Der war nicht sehr wirkungsvoll, der Treffer. Aber ich hoffe, er hat ihm die Aktionspunkte genommen. Gehen wir noch ein bisschen in Deckung, soweit es geht. Okay, das sollte derjenige gewesen sein, den Amusta zuerst gesehen hat, hier. Ich glaube sogar, das war auch ein Blonder. Und der ist ja blond. So, okay, dann Kopfschuss. Ich hoffe, das reicht. Jetzt muss Trevor auch aktiv werden, weil sonst kriegt er da auch Ärger. Der hier ist komischerweise verschwunden. Den hat dann Trevor, das war wahrscheinlich ein Anzeigefehler, den wird Trevor gar nicht mehr gesehen haben, nachdem der da lag. Genau. Okay, wieder speichern. Und wenn ich jetzt aufstehe, wird er den wieder sehen. Aber ich muss ja jetzt da raus. Aber ich werde erstmal versuchen, mit Hamus den Überblick wieder zu gewinnen hier. Von der Ecke. Rotten Man! Sie sind weg, die hier vorher standen. Vielleicht, weil sie näher gekommen sind. Vielleicht ist das einer von denen. Das ist auf jeden Fall ein dunkelhaariger. Okay, Hamus, pass mit auf der Ecke. Chris sieht niemanden erstmal. Nur Zivilisten. Steh weiter auf. Der und der da hinten. Okay, dann würde ich sagen, versuchen wir mal den hier hinten zu erwischen. Mit der Colt kann ich zwei Schüsse machen. Versehentlich in den Kopf getroffen. Ja, ganz gut. So, hier war zu weit. Vielleicht trotzdem noch einen Schuss abgeben. Müsste ja zum Hinlegen noch reichen. Okay. So, dann würde ich sagen, Dimitri, nochmal raus. Oder erstmal Fox. Mit Fox gucken wieder. Er ist weg. Ist weg. Okay, interessant. Dann, Fox, nimmst du den? Schlaf schön. Ja, dahin gucken und runter.
Dimitri, komm rausgerannt. Und zeig nochmal eine Wurfaktion. Wieder sehr wenig wirkungsvoll. Aber wenn man bedenkt, dass der von hier bis nach hier gekommen ist, wird er dem ganz schön viele Aktionspunkte gekostet haben. Der Treffer. So, Grizzly sollte ich eigentlich bereit halten. Ira ist bereit gehalten. Jetzt mit Trevor da um die Ecke zu gehen, ist ja, glaube ich, auch ganz schön gefährlich. Da ja hier noch zwei andere sind. Was jetzt soll ich machen? Muss ja eigentlich näher ran. Okay, das reicht schon. Ja, so genau muss ich es gar nicht. So genau brauche ich gar nicht zielen. Na toll. Das muss ich nochmal laden. Das war ja mal nix. Muss rauskommen. Okay. Mach jetzt mal Folgendes. Ich schieß mal auf den. Nee, das wird nix. Okay, da haben wir also zwei. Na gut, ich hoffe, es geht nicht in die Hose. Jetzt ist er auf jeden Fall ungeschützt, aber da sind, das Gute ist, da sind offensichtlich, ist offensichtlich nur der eine. Könnte sein, dass hier noch jemand sehr nah an der Wand ist. Ich werde mal mit okay, mit Ira kann ich den noch sehen. Das dachte ich mir fast. Mal versuchen. Der letzte bringt nichts mehr. Ah, zumindest ein bisschen Unterdrückung. Okay. Der wird bestimmt den Trevor hinterherkommen. Okay, das könnte übel sein. Ich hoffe, meine Ohren funken mir was vor. Knapp daneben. Das wird mir nicht passieren. Das, ich habe ihn gespürt. Okay, Dimitri hat ein bisschen was abbekommen, aber nicht viel. Dem habe ich mit den Messern erwischt. Das ist noch ein Dunkelhaariger. Das könnte der dritte sein, der vielleicht hier unten lang gekommen ist. So, Dimitri hat vergessen, wie viel Munition er hat in der Waffe. Macht nichts, Dimitri. Kann ich die Waffe nicht wechseln? Ich würde gerne die Pistole nehmen. Ausgegraut. Oder so ein Nahkampfangriff. Na toll. Na super. Und ich habe nicht gespeichert. Nee, der letzte Speicherpunkt ist, wo ich mit Trevor hier um die Ecke gegangen bin. Okay. Ja gut, dann müssen wir uns nochmal drauf ankommen lassen. Den erwischt.
Nochmal kann ich nicht. Aber ich kann zurück und ich kann dieses Mal sogar runter. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Er kam nicht um die Ecke dieses Mal. Ja, die KI macht immer was anderes. Ach, und ich habe mit Ira, glaube ich, vergessen, noch was zu machen. Das ist nicht der von da hinten. Das ist jetzt ein anderer. Okay, Trevor, dreh dich um. Ich glaube, der steht direkt hinter dir. Oder nicht? Mir zu gefährlich. Es ist mir zu gefährlich mit Trevor. Der ist ja direkt, muss ja direkt hier an der Ecke sein, der Typ. Okay. So, Chris, Übersicht gewinnen. Nichts zu sehen. Immer noch. Trotzdem nicht. Okay. Dann wieder runter. Fox. Hoch. Gehen näher ran. Das ist der andere. Das ist nicht der Dunkelhaarige. Aber ich kann den erledigen. Dann Hamus. Doofe ist, dass Hamus echt nicht viel bringt da oben, ja. Der ist halt am Bein getroffen. Okay, das zieht dem sehr viele AP ab. So, und ich erwarte eigentlich immer noch, dass hier welche hochkommen. Deswegen Grizzly kann ich nicht bewegen. Da wäre dann noch Dimitri. Jetzt kann ich ja doch noch mit ihm um die Ecke rennen und gucken, ob der Dunklare jetzt da ist. Da ist er. Okay. So, Messer werfen kann er nur gut. Nehmen wir das Wurfmesser. So, und nochmal. Ich glaube, der bewegt sich nicht mehr. Ich hoffe es zumindest, weil ich kann nicht mehr weg. Er bewegt sich noch. Und Trevor wird beschossen da auf der Ecke. Das hätte ein schöner Treffen abgeben können. Okay, aber ist egal. Er hat es überstanden, ohne Schaden. Ja, am Rand einer Wand. Nicht gerade die beste Position, die man haben kann. Okay, Amus, steh auf, guck nach. Ja. Er ist wieder da. Geht doch. Geht doch. Ich glaube jetzt. Was ist mit dieser Pistole? Naja. Ich weiß gar nicht, warum das Visier hier dann so anders ist, weil der so nah dran ist. Sieht das ja eigentlich so schon aus, so schon extrem gut aus, dass ich den treffen könnte, aber auf dem Kopf, da muss ich ja gar nicht mehr. Ah. Genau. Okay. Ist trotzdem eine risikoreiche Position. Auch weil von hier jemand kommen könnte, den ich ja jetzt nicht mehr sehe, da Trevor jetzt auf dem Dach ist.
Ich glaube, ich gehe noch einen Schritt nach vorn und ziehe mal hier auf die Ecke. Falls da jemand kommt. Ich hoffe, niemand kommt von hier, oder er sieht denjenigen dann noch, aber sieht gut aus, wenn hier jemand um die Ecke kommt. Dann müsste er eigentlich eine Unterbrechung bekommen und dann könnte ich immer noch nach hinten abhauen. Okay. So. Ira, bleib mal verfügbar. Chris. Chris sieht weiterhin nichts. Wir müssen mal ein bisschen in die Richtung rennen. Und hoffen, dass wir da mal was sehen. Jetzt sieht's gut aus. Fox hat da zumindest jetzt niemanden gesehen. Ich schick Fox. Also ganz wegschicken. Glaube ich auch keine gute Idee. Zumindest noch jemand in Dimitris Nähe wäre nicht schlecht. Aber vielleicht lasse ich sie mal ein bisschen gucken hier einfach. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Okay. Also vielleicht sind es hier auch gar nicht mehr so viele Gegner in diesem Sektor. Habe ich ja vorhin schon angesetzt, das zu erklären. Weil eben in den Nachbarsektor Gegner zur Verstärkung kamen. Aber man weiß es nicht. Okay, also Amus. Rotten Man. Okay. Anscheinend hat sich der andere Dunkelhaarige wieder zurückgezogen gehabt. Schön, Amus. Langsam wird's ja mit dir. So, Trevor schaut mal um die Ecke. Den auch. Wenn er hochkommt. Ah, machen wir mal den. Getroffen. Chris. Tatsächlich niemanden. Ein Named. Naja doch, er sieht den auch. Niemand ist falsch. Okay. Ist erstmal genug. Dimitri. Renn mal hier hin. Ah, ich hätte natürlich jetzt auch mal mit ihm nach hinten gucken können. Dann mache ich das jetzt mit Fox. Ich nämlich nicht weiß, genau, ob der jetzt hinter uns ist. Das wollte ich sicherstellen, dass der nicht von hinten kommt. Und das hat ganz wunderbar funktioniert. Das war nämlich der hinter Trevor her war. Und der kam jetzt von hinten an. Könnte natürlich sein, dass da noch ein zweiter ist. Aber es sieht erstmal ganz gut aus. Und es gab noch den, der hier oben verletzt war, dann die beiden hier, die hier sind. So, der wurde noch nicht erwischt. Jetzt aber. Versuche ich mal mit Trevor noch mal einen Blick hier oben hinzubekommen. Hier gibt es ja eigentlich auch noch den einen. Zieh mal da in die Ecke. Wobei, dafür muss ich jetzt eigentlich den aus dem Rennen nehmen. Jetzt kann ich da nicht gefahrlos hingucken. Das hilft so aber nicht. Ist er wieder runter. Geh nochmal mit Fox gucken hier an den Rand. Okay, ist anscheinend kein weiterer mehr hinter dem Dach.
Dimitri, du kannst mal hier jemand zu sehen. Dann wieder zurück. Zielst mal auf die Ecke. Und Fox behält den Überblick in der Richtung. Okay. Ira ein bisschen nach vorne bringen. Die sieht den jetzt auch. Schießen kann sie aber deshalb nicht mehr wirklich. Dafür ist sie jetzt schon zu Aktionspunkte los. So, aber vielleicht jetzt in der Runde. Ihre Chance. Sah ganz gut aus, war dann aber schlussendlich doch nicht getroffen. Und Trevor. Diesmal ein bisschen nach vorne. Der ist nicht mehr da, oder? Irgendwie nicht. Okay. Der wird noch gesehen, der Trevor. Nicht mehr. Dann kriegt Hamus nochmal eine Chance. Auch mal nach vorne gehen. Ach, da ist der andere. Die beiden. Hier müsste noch einer sein. Also drei sollten es noch sein. Mindestens. Der verliert Lebenskraft. Und es sieht jetzt fast danach aus, als würden die fliehen. Nein. Ira. Oh, schade. Sehr knapp. Jetzt kommt sie nicht mehr runter. Nicht so gut. Dann brauchen wir Trevor hier als Deckung. Chris sieht ihn auch, aber der andere müsste ja auch noch da sein, genau. Der ist nur verwundet, der ist... Aber er trifft nicht ihn. Gut geschossen war es ja nicht. Ja, wobei, vielleicht ist der Winkel auch so schlecht, dass er da auf auch die... einfach die Truhe trifft. Okay, Grizzly. Renn mal hier hin. Ob wir hier sonst noch irgendwas sehen. Nicht wirklich. Nur die beiden dort. Okay, dann runter. Könnte ja durchaus sein, dass der dritte schon den Sektor verlassen hat, nach oben raus. Der war ja auch auf schlecht. Der war schon recht verletzt. Ja, mal gucken. Ja, sie gehen weiter zum Sektorende hin. Sieht sehr danach aus, als wenn sie fliehen. Grizzly. Das ist zu genau. Eine sehr aktionspunktintensive Waffe, die AK. Trifft ja nicht.
Trevor gehe ich mal hinterher. Und mit Fox ebenso. Minus 6. Dimitri. Ich denke mal, hier kommen keine mehr raus. Es sieht sehr danach aus, als würden die wirklich fliehen. Aber ich möchte nicht, dass wir fliehen, weil dann sind es zwei mehr, die ich dann als Gegner habe im nächsten Sektor. Andererseits, sie fliehen ja jetzt gar nicht Richtung Norden, so wie es aussieht. Na doch, könnte sein, dass sie... Können sie überhaupt nach... Nee, nach Westen können sie gar nicht fliehen. Wenn, dann fliehen sie nach Norden. Okay, dann kommt doch einfach mal alle runter hier und wir versuchen, die noch zu jagen. So. Der hat auf Grizzly geschossen. Und Grizzly hat nicht getroffen. Der könnte auch auf Amus geschossen haben. Ich drehe mich mal um. Nee, sieht ihn nicht. Also wahrscheinlich nicht. Kannst du hier rüber, Amus? So. Schauen wir hier oben lang. Mal in die Richtung aufpassen. Die beiden Frauen kommen auch hier rüber. So, Kopf runter. Und Chris ebenso. So. Scheint immer noch auf Trevor schießen zu können. Auf Dimitri. Auf Grizzly, Mann. Wo Grizzly ihn gar nicht mehr sieht. Seltsam, auch sehr seltsam. Gut, Trevor. Dann versuch mal von oben rumzukommen. Du hast ja viele Aktionspunkte. Niemand zu sehen. Okay. Der andere ist schon raus aus dem Sektor. Okay. Deshalb, der ist schon raus. So. Versuch's mal mit der Moose. Dort ist der. Wirklich. Oh nee. Selbst da ist die Waffe. Hat die Waffe nicht genug Reichweite. Haust du wieder ab. So. Dann eben doch Chris. So. Nicht getroffen. Und wieder raus. Fox. Ja, Fox wird es machen. So wie immer. Fox ist ja Superstar. Nicht geschafft. Okay. Kopf runter. Grizzly. Wie auch immer der dich sieht und du ihn nicht. Und Ira unterstützt mal Trevor. Dass der hier rumkommt. So.
Erb! Neue Chance, Amus. Nope. Muss ich voll den Umweg laufen? Okay, wir haben noch Gegner im Sektor. Die Frage ist nur, wo? Weiter weggelaufen? Anscheinend nicht. Der Status schlecht hatte, ist wahrscheinlich nach Norden geflohen. Wissen wir nicht, wo noch jemand ist. Wir sind hier so halb auf dem Präsentierteller. Okay. Da irgendwie nicht. Der hat keine AP mehr. Ups. Ja, wo sind sie dann? Die hat Chris gesehen, deswegen ist er angehalten. Ja, vielleicht in den Gebäuden drin, ne? Das kann natürlich sein. In der Eisenwerkstatt vielleicht? Keine Ahnung. Ich sehe sehen. Ich sehe einen roten Mann. Oh. Zielobjekt in Sicht. Was soll man dazu sagen? Das ist natürlich jetzt schlecht. So, Unterbrechung hat Chris. Nee, Chris und Trevor. Und die Unterbrechung. Ja, das ist die Verstärkung aus dem Norden. Trevor ist nicht verfügbar. Ach nee, Trevor sieht ihn noch. Unterbrechung hat Chris. Das ist Verstärkung aus dem Norden. Ist denn das Dach da bei Ira begehbar? Ist es. Natürlich jetzt ungünstig. Den sieht er nicht. Such's mal trotzdem. Na prima. Rotten Mann! Das, ich habe ihn gespürt! Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Psst, Geräusche! Okay. Ja, plötzlich kommt Verstärkung aus dem Norden. Das ist natürlich jetzt super ungünstig, wenn alle gerade im Norden rumhängen. Yep. Und Trevor ist bewusstlos und zwei sind direkt in der Nähe. Er ist jetzt zwar nicht stark verletzt, aber... Na, was er bräuchte, wäre ein Energiebooster, um wieder auf die Beine zu kommen und wegzurennen. Ich muss wieder laden. Es war jetzt wirklich kurz davor... bevor die jetzt gekommen sind. Das ist ja wirklich der Moment davor. Aber dann schätze ich mal... Ja.
hinter den Zivilisten in Deckung begeben. Okay. Du solltest schon von Anfang an in die Richtung gucken und zielen. Also von Anfang an ist vielleicht übertrieben. Okay, dann... machen wir uns bereit für einen erneuten Angriff aus dem Norden. So, habe ich alle gezogen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Psst, Geräusche. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Autsch. Da sind die Verbrecher. Chris am Kopf getroffen, aber zumindest erstmal nichts Schlimmes. Das hätte ein schöner Treffen abgeben können. Oh. Hier ist der Bär los. Und Trevor ist wieder bewusstlos. Und ich habe nicht gespeichert. Ey. Okay. Ja, komm. Yep. Aufs Dach mit Ira. Und runter. Und dieses Mal. Bessere Idee. Auf das Dach mit Trevor. So ein kleines Dach ist immer sehr, sehr ungünstig. Eigentlich. Wie soll ich ihn dann da noch so schnell ziehen? Und Chris auch noch. Ich gehe ja gleich in die... Wort vergessen. Aus dem Rundenmodus raus. Und ich muss jetzt recht flott Trevor und Chris hinlegen, wenn der Rundenmodus vorbei ist. Also nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das waren sicher noch nicht alle von Daydrunners Männern. Schon mal Chris anwählen können für den Moment. Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Danke für die Unterbrechung, aber das hilft mir ja auch überhaupt nichts eigentlich, denn ich kann jetzt nur Fox bewegen. Es lohnt sich, aufzupassen. Schlaf schön. Also der ist jetzt keine Gefahr mehr für Chris. Was war das? Dafür ist Fox in Gefahr. Langsam wird's brenzlig. Chris an den Bein getroffen, verliert Bewegungspunkte 4 Stück. Trevor kriegt eine Unterbrechung. Aber Trevor muss eigentlich auch hinter sich gucken.
Weil da werden auch welche sein. Da sind die Verbrecher. Genau. Oh. Hab dich, du Hundswort. Okay. Roll dich ein bisschen aus dem Sichtfeld. Das war knapp. Okay, also 4 Geschicklichkeitspunkte. Beweglichkeitspunkte. Bei Chris verloren, das ist unschön, sehr unschön. Aber das können wir vielleicht wieder heilen. Gut, jetzt ist auf jeden Fall erstmal der Moment da, wo ich mich ein bisschen sortieren kann. Chris muss aus dem aus der Sichtlinie der Gegner. Okay, Dimitri kommt zur Verstärkung nach oben. Erstmal nur einmal schießen. War fast noch getroffen. Grizzly. Da sind noch 2. Schießt er wieder mit einer Hand. Kann er ja nicht treffen. Yep. Okay, Ira. Zeig, was du kannst. Lass ihn raus, den Tiger. Sehr schön, Ira. Wieder runter. Der kommt möglicherweise gleich aufs Dach. Da kann ich eigentlich jetzt mit Trevor nur in die Richtung schauen. Und abwarten. So. Fox wird von hinten angegriffen. Mach ich mit Fox. Bis da unten komme ich nicht. Wenn ich dahin renne, bin ich vielleicht doch am besten da rein. Oder ich versuche den zu erledigen, aber ob das klappt. Ach je, die ist verschlossen, die Tür. Ja toll, dreh dich noch in die Richtung, aus Versehen. Runter mit dir und versuch noch den... mindestens ihm Angst zu machen. Okay. So, wen haben wir denn noch zur Verfügung? Trevor, nicht mehr wirklich. Und aus dem anderen Trupp. Im anderen Trupp haben wir noch Hamus. Hamus kann schon noch was machen, aber auch nicht mehr wirklich was. Position ist halt doof. Der kann eigentlich auch nur aufs Dach und helfen gehen. So. Okay. Das war knapp. Ira sieht, wird gesehen. Grizzly, verschafft dir einen Überblick. Gut. Gut zu wissen, dass die da sind. Dimitri. Das ist der... Nee, der ist stark. Nicht der, den
Ira getroffen hat? Nicht so aus. Als sei der das. War ein anderer. Okay, Trevor, bleib einfach so. Der ist erledigt. Okay, dann Grizzly seine Chance mit dem. Wieder mit einer Hand, ey. Übermut tut selten gut. Okay, haben wir jetzt alle gezogen? Chris noch nicht, aber Chris sollte sich erstmal. Ach, Chris hat keine medizinischen Fähigkeiten. Gar keine. Doch, jetzt müsste es eigentlich gehen. Weil ich bin ja nicht an der PlayStation. Dann muss Samus ihn versorgen. Nur auch kein guter Arzt. Wobei, ich kann mit Fox gleich hinterher. Da ist ja, glaube ich, niemand mehr. Hoffe ich zumindest. Fail erhalten. Hab nichts gehört. Es könnte sein, dass ich die Sound Alerts nicht richtig eingebunden habe. Bei. Du auch nicht? Weil ich musste ja die Einstellung für Jagged Alliance 2 neu machen. Da ich einen anderen Monitor habe. Und das hat überhaupt nicht funktioniert und ich musste das nochmal von ganz von vorne machen. Also ich wollte eigentlich nur anpassen, dass ich einen neuen Monitor habe, dass der anders konfiguriert ist. Aber es funktionierte überhaupt gar nicht. Und deswegen habe ich dann das nochmal von vorne gemacht und könnte sein, dass ich die nicht richtig eingebunden habe, die Sound Alerts, dass die nicht funktionieren bei dem Jagged Alliance 2 Profil. Muss ich nochmal gucken. Also drin sind sie auf jeden Fall. Stream Elements müsste das ja eigentlich. Ist ja eigentlich alles über Stream Elements drin. Komisch. Muss ich mal nachher gucken, woran es liegt. Okay, dann kann Chris nichts machen. Naja, der kann schon was machen. Er kann helfen gleich. Kann mal ein bisschen näher ranrobben. So, wenn er wieder zu Kräften gekommen ist. Und er kann zumindest Deckung geben, falls die das Dach hochkommen. Genau. So, jetzt kann Grizzly aber überhaupt nichts machen. Jetzt, wo der das Dach hochgekommen ist, oder? Doch. Zum Glück gibt's Pistolen. Der hat wohl keine Pistole dabei, weil sonst hätte er ja nochmal auf mich schießen können. Aber Chance vertan, würde ich sagen. Okay. Ira? Shit! Ja, da ist er. Da ist er. Diesen Knopf. Du kannst nicht mehr weg. Dort. Trevor. Du musst es jetzt in Ordnung bringen. Da sind zwei an der Ecke.
Trevor. Feuerstoß auf diesen Bösewicht. Okay. Trevor. Sehr gut. Das ist, würde ich sagen, in Ordnung gebracht. Neue Chance war Moose. Jetzt kann ich auch die Pistole verwenden, denn der ist so nah der Gegner. Aber er muss sich erstmal drehen. Das war nicht gut. Aber gut, dass Chris schon mal in Position gebracht ist. Denn der muss jetzt auch was machen. Das ist nicht gelungen, Dimitri. Jetzt musst du auch noch hier auf die Ecke gucken und zielen. Der wird hoffentlich nichts mehr machen hier. Fox. Er rennt im Fuchs-Schnellmodus darüber, um Chris zu verarzten. So, ist noch jemand ohne Fahrschein? Ich glaube, ich habe alle gezogen. Ja, Dimitri soll ja noch aufpassen. Falls der zweite auch noch aufs Dach kommt, genau, kam er jetzt auch, aber Dimitri hat keine Unterbrechung bekommen. Ja.